Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, der Matt Hurago. Und diese Therapie ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Create Spore und sind schick in unserem Universum unterwegs. In der letzten Folge hatten wir ein bisschen Probleme mit dem Gulganreich, was uns hier auf den Keks gegangen ist. Deswegen sind wir hier auch unterwegs, um ein bisschen erstmal unsere Kolonien abzuklappern. Und dann werden wir das Gulganreich ein bisschen dezimieren, würde ich sagen. So, erstmal sammeln wir hier die Kohle ein. Und dann fliegen wir mal zu den Nachbarn, sage ich mal. Und vergaubern unseren Trempel. So, jetzt geht's hier rüber. Schick. Mal gucken, wo. Wäre mal interessant, ob wir eigentlich sehen, wo wir unseren Dingsplaneten hingemacht haben. Weiß ich gar nicht. Erkennt man das eigentlich, wo man seine, sein Archeplanet sozusagen gemacht, sein Reservatplanet? Ich habe nämlich keine Ahnung, wo der mehr ist. Oh, da waren wir schon, wir können mal ein bisschen drehen hier. Jetzt erkenne ich das auch wieder hier. Da, den Zweig waren wir jetzt schon gewesen. Denke mal, da unten. Oh, da ist noch was zum Sammeln. Da fliegen wir auch mal hin. Zeit zum Einsammeln ist immer, sage ich mal. So, gehen wir tiefer hier. Wo haben wir hier was zum Sammeln? Da, dort lang. Was ist das? Ein Artefakt? Nein, wieder ein Gestaltungswerkzeug. Wo wir ja gelernt haben, Gestaltungswerkzeuge sind wichtig, weil damit kann man den Planeten gestalten und es ist, ganz mal eine schicke Farbe hier. So. Und dafür gibt es dann auch nochmal Punkte. So, süße Flüsse. Ja, hier, süßer Fluss da lang hier. Mal gucken, was das ist eigentlich hier. Ah. Ist auch mal ordentlicher Fluss hier, der geht ja tierisch nach unten. So, was haben wir hier? Tentakelsauger hier. Sieht aber. Vielleicht sollten wir mal gucken, dass wir auch ein bisschen was mal von den anderen Zeugs hier einsammeln. Haben wir denn hier Schokotrüffel hier? Gleich mehrere Berge hier, so. Auch schick sowas. Der sieht aber toll aus. Gefällt mir, aber wir wollen uns ja nicht ewig aufhalten. Wir farmen erstmal unsere Kolonien ab. Und sehen zu, dass wir hier unsere Gorilla eingesammelt kriegen. So. Dann werden wir gleich wieder das Gulganreich wieder mal Besuch fahren. Fahren ist gut, ja. Eher fliegen, besser gesagt. So, dann haben wir hier. Auch. Noch was zum Einsammeln. Da gehen wir da mal runter und sammeln auch ein. Oh, runter geht das hier. Eigentlich hieß es, hier gehen wir was zu sammeln. Aber unser Scanner schlägt gar nicht an. Ah doch, jetzt ja. Die waren nur am anderen Ende der Welt sozusagen. Und wieder ein Gestaltungswerkzeug. Oh. Was haben wir da? Eine süße Schlucht. Bitte mach da mal. So. Wie sieht das eigentlich aus mit der Fauna und Flora? Interessantes Gebilde, würde ich mal meinen. So. Wie gesagt, weil das ja ganze Punkte bringt, malen wir die Kacke mal an hier. So. Das Wasser mag ich in der Farbe auch nicht. Machen wir mal einen schönen tuffigen Planeten draus hier. So. So sieht das schon viel schöner aus. Da fühlen die sich, freuen die sich gleich und fühlen sich gleich viel zu Hause. So, da drüben noch hin, da müssen wir noch einsammeln. So, auch erledigt. Waren wir da schon? Ich habe den Überblick verloren. Ah ne, da geht's dann an. So, okay. Wir haben auf alle Fälle erstmal genug Zeugs eingesammelt. Da fliegen wir mal kurz zu den Nachbarn. Und ja, ich komme gleich. Wir fliegen mal kurz zu den Nachbarn und schauen zu. Da mal ein bisschen Kram verkauft kriegen. Ja, toll auch handeln. Ja, die sind ja schon mal super drauf. Die nehmen uns auf alle Fälle ein bisschen was ab. Können wir hier was Spannendes kaufen? Wir können immer dieses Terraforming heute auch kaufen. Aber nicht jetzt, weil wir sind ja mitten gerade auf dem Weg, ein bisschen stumm zu machen. Aber auf alle Fälle ist schön, dass ihr was gekauft habt. Wo will wer was? Ah, da will wer. Also,
Oh, der Große hat beschlossen, die wirtschaftliche Priorität neu zu setzen. Wäre vielleicht daran interessiert, das Sternsystem zu kaufen. Jo. Die wollen das Sternsystem kaufen. Das gefällt mir auch. So, wir fliegen mal zu ihm hier hin. Mal gucken, was er kaufen möchte. Dann gehen wir mal hier rein. Ach, wir sind's ja. Und die nehmen uns das blaue Gewürz ab. Und da ist nicht wenig. So, Objekt verkaufen. Leben wohl. Ah ja, hier haben wir noch einen Planeten. Da gehen wir auch mal drauf. Vielleicht können wir hier was einsammeln. Die Chance sollen wir jetzt auch mehr nutzen, so Kram einsammeln. Oh, da biegt dann in die Richtung hier. Ein bisschen gewittrig hier. Und wieder ein Gestaltungswerkzeug. Irgendwie finden wir nur Gestaltungswerkzeuge. Oh, grün. Das bestimmt zu. Leider nur die Wassermasse. Wasser sind wir eher ein bisschen eintönig hier. Nur Puper und Rot. Naja. Das wird sich hoffentlich auch noch ändern. Wir fliegen mal hier hin. Die stehen uns ja eh super. Die sind ja toll drauf. Oh, die nehmen das bestimmt nicht krumm, wenn wir da ein bisschen was einsammeln. Oh, bitte hoch hier. Ah ja, da haben wir es doch. Das brauchen die sowieso nicht. Aber was ich anderes könnte hier gebrauchen, sehe ich gerade. Die sind ja ökotechnisch auch ziemlich am Arsch hier. Stabilisieren wir mal ihr Ökosystem ein bisschen hier. Ich weiß nicht, wie die hier überhaupt existieren können. Ja, alles was er drauf hier. Also, der, ja. Allesfresser brauchen natürlich auch was zu fressen. Wir brauchen zuerst Pflanzenfresser. Und ein paar Pflanzenfresser hier. Schön für dich. Und noch ein Pflanzenfresser. So, und dann klappt das auch mit dem Fleischfresser. Hinweis, feindliche UFO. Jetzt geht es ja tierisch zur Sache. Zweimal feindliche UFOs, dann müssen wir uns ja tierisch jetzt beeilen. Oh, dann geht es gleich mal dahin. Ja, wir kommen. Das heißt aber auch, wir greifen nach der Rettungsmission hier die Nachbarn erstmal an. So, Gefechtsstation, wo sind die Freunde? Ah, da. Oh, Raketen an. Ja. Nicht so, mein Freund. Dann drüben ist auch gleich der nächste. Da werden wir angegriffen. Hier müssen wir drängen, jetzt schnell dahin. Ja, komm mal, hier quer rüber geflogen hier. Er versucht ja mit Psychotricks, die Freunde. So, vielleicht der nächste, der mit Psychotricks ankommt hier. Wen haben wir denn überhaupt? Achso, das sind nur Piraten. So, super, Dankeschön, gern geschehen. Handeln, könnt ihr was günstig abtreten? Ich glaube nicht. Das ist immer so scheiß teuer hier. Was macht denn da? Loyalitätsverstärker, braucht man nicht. Lebe wohl. So, und dann gab es ja noch irgendwo nochmal Stress, aber den haben wir, glaube ich, verpasst. Na egal, wir werden jetzt mal uns um die Nachbarn kümmern hier. Sehen wir dies hier? Nein, sehen wir nicht. Ah ja, das sind die da kaufen. So, würde sagen, fliegen wir einmal hier hin zu ihm, ja. Jetzt Schluss mit lustig, Junge. Ist bloß ein T0-Planet, da gibt's nicht viel. So. Dann holen wir erstmal den ganzen Quatsch hier runter. T0-Planet heißt auch, es gibt keine große Verteidigung hier. So, da wollen wir doch hin. Da haben wir ja ein hässliches Ei jetzt hier. Genau, okay, dann gehen wir mal hier auf die Megabomben runter hier. So, ihr deckt mal schön. So. Die Hütte mal weggebombt. Da gibt es nicht mehr zum Einsammeln. Oder noch ein bisschen Geld. Und das gar nicht mal wenig. Ein Ökosystemproblem haben wir. Rette die Pflanzen des Raminik von einer Ökokatastrophe. Das kommt doch mal super. Ökokatastrophe heißt ja auch, da gibt es eine Plakette dafür. Das Problem ist, die sind ziemlich weit am Arsch hier. Da wollten wir noch hin. Übertragung beenden, genau, da geht es jetzt runter. Ökosystem retten. Da sind wir ja auch schnell unterwegs mit Ökosystem retten. Da kennen wir uns ja aus.
So, da braucht man nämlich den Beamlaser hier. So, und ein geübtes Auge. Okay, hier wird es lauter, ping, ping. Irgendwo hier müsste einer... Ah, da haben wir ihn schon gesehen hier. Das Ganze gleich zweimal sogar. Ah ja, da unten drinnen. So, auch erledigt. Es sind noch zwei Stück übrig. Die finden wir ja ruckzuck hier. Dank dem Scanner, der ja schon völlig durch... Ah ja, sind wir wieder dran vorbeigeflogen. Die Richtung meinst du? Ah, da unten hat er sich versteckt, der eine. So, auch weg. Und jetzt Numero 5 ist das jetzt hier. Ah, da. Tja, da hast du schön Plateau ausgesucht. So, Ökosystem gerettet. Bananen sind glücklich. So, handeln. Euch drehen wir mal unseren roten Kram hier an. Für die Rettung könnt ihr uns gleich mal eine halbe Million springen lassen. Finde ich einen super Zug von dir. Aha, wähle dieses Werkzeug aus und klicke auf eine Pflanze. Ah ja, können wir einzelne Pflanzen. Feuerwerk, Zufriedenheit. Ja, brauchen wir. Hier können wir einkaufen. Davon kaufen wir gleich mal zwei Stück. Nicht fünf. Zwei. Oder sagen wir, kaufen wir mal eins. So, Lebewohl, da haben wir mal eins in petto. Weil das ist dieses Mega-Geschütz, aber schön, dass wir da das kaufen können und das ohne uns hier hoch zu verschulden. So, jetzt können wir hier nochmal wieder zurückfliegen. Klappen mal die Freunde ab. Vielleicht kaufen die ein bisschen Gewürz von uns hier. Was natürlich wieder ein fairer Zug wäre von unseren Freunden hier. Danke, handeln. Naja, wirklich viel wollt ihr nicht zahlen. Aber weil ich so ein gut Mensch bin, verkaufe ich euch trotzdem. Ja. Lebewohl, würde ich mal meinen. Ach nee, Lebewohl ist nicht. Da war ja noch was zum Einsammeln. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Einsammeln kommt immer gut. So. Ja, oh, schicker Steinklub, den ihr habt, ja. Okay. Oh, wie bin ich gerade ein bisschen verwirrt? Ah! Da ist das. Das finde ich nicht so toll, wenn ich das Zeug einsammle, aber naja, damit müsst ihr mal leben. Okay, da haben wir wieder mal ein echtes Artefakt gefunden. So, fliegen wir mal kurz hin. Ich denke mal, ein halbes Millionchen dürfte vielleicht reichen. Ja, kaufen. Ja, hier halben, oder sagen wir gleich ein Millionchen. So, und wir haben wieder einen hässlichen Klumpen gekauft. Du hast mit diplomatischen Mitteln ein starkes Bündnis geschlossen und kannst den verhandlungsgeschick ein System kaufen. Mache ich fünfmal täglich System kaufen. Ja, toll, haben wir einen T0-Planet gekauft. Viele viel zu teuer eingekauft. So, naja. Aber ihr kennt uns ja jetzt schon aus. Ach, du heilige Kacke, der ist ja völlig fern von Gut und Böse. So, Maximum an Schub hier. So, und das Ganze auch Maximum an Temperatur. So, der ist ja auch weit und fern aus dem Zielbereich raus. Das wird eine ganze Menge Arbeit kosten. Wobei Arbeit nicht, sondern eher eine ganze Menge Energie kosten. Ja. Oh, hier weiter beschleunigt. Temperatur das Ganze und Atmosphäre. Oh, das Ganze wieder ein bisschen Temperatur. Wirklich nett ist der Planet auch nicht hier. Da kacken sie einem ja mit Stein auf den Kopf. Da haben wir unseren Club mal andrehen lassen hier. Hier ist er. Oh. Okay, solange wir noch Energie haben, ist das super. Bis dann unser Dankzeiger anfängt wieder zu klingeln. Okay. Achso, es zeigt das Symbol an, was wir gerade gewählt haben. So, wir kommen gleich in den Bereich von der... Opala, bewegen wir mal, ja. Wir kommen gleich mal in den Bereich von T1. Nach langem Gedöns hier. Natürlich wäre jetzt besser, es gibt ja so Items, mit denen man das gleich diagonal machen kann. Ja, so. Ja, ein bisschen Disco hier. Oh, jetzt hier mal die Atmosphäre wieder anheben hier. Denk mal, wenn wir mal einmal im T1 drin sind, dann geht das dann schon besser. Das werden wir heute noch fertig machen.
Auch wenn die Zeit eigentlich schon wieder um ist, machen wir heute T1 hier noch fertig. So, und noch einmal noch genug Energie. Es fängt so ein bisschen an zu klingen. Aber das warten wir noch einfach ab. So, damit sind wir drin, ne? Das heißt, schnellst irgendwelche Pflanzen hinsetzen hier. Super. Kleinen Busch hinsetzen. Auch super. Kleine Pflanze hinsetzen. Hallo, kleine Pflanze hinsetzen, habe ich gesagt hier. Kleine Pflanze. Super, kleine Pflanze ist auch da. So, ein Pflanzenfresser. So, ist auch abgesetzt. Dann können wir hier ein Allefresser auch mal absetzen hier. So, der freut sich auch seines Lebens. Nur mal gucken, noch ein Pflanzenfresser wäre super. Dann haben wir Fleischfresser. Pflanzenfresser. Ah ja, mal noch ein Pflanzenfresser. Den Batzo. Ein Batzo da hinten. So. Das sieht auch aus wie Batzen. Also, das ist unser Batzo. Damit haben wir hier den Planeten erstmal wieder Terra geformt. In der nächsten Folge werden wir dann... werden wir wahrscheinlich gleich mal machen. Sonst vergesse ich das, ich kleines Dummerchen. Und zwar wird... Tanken erstmal ja. So, handeln, das kleine Steinchen hier kann man auch verkaufen. Und ihr kriegt die ganze Menge von unserem grünen Plunder. So, lebewohl, würde ich da sagen. Ja, ja, bla 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 bla. Kennen wir ja alle schon. Haben wir doll geredet. So, lebewohl. So, das war es jetzt aber jetzt wirklich von mir mit Let's Create Spore für dieses Wochenende. Wir haben einen Planeten von Rülkse den Arsch aufgerissen, haben einen Planeten wieder gekauft, ein bisschen Terra geformt und so kommen wir langsam der Sache näher. Ich denke mal, wir werden bald die nächsten Plaketten haben, dann werden wir hier unten auch fertig sein und dann, tja, dann schauen wir mal, was wir dann machen. Ich habe schon was im Petto, schon eine Idee. Ich hoffe mal, es ist nach eurem Geschmack. Mich würde es mal sehen, wenn es soweit ist. Aber bis dahin bleibt es mein Geheimnis und zwar für mir gut gehütet. So, was aber jetzt kein Geheimnis ist, ist das, was jetzt kommt. Hier ist jetzt die Endcard. Und auf dieser schicken Endcard habt ihr wie immer eine Empfehlung von mir. Und zwar ist ja unter der Woche immer Junkbox angesagt. Deswegen hier die Empfehlung zur Junkbox. Und zwar die vom Freitag, damit ihr Montag gleich reinsteigen könnt. Und zwar Games of Dwarves. Genau, ein Games of Dwarves haben wir gespielt. Folge Nummer 90 müsste das, glaube ich, gewesen sein. Na, 90 war das. Da waren wir mit den Zwergen wieder unterwegs im Testgelände und haben Rohstoffe gegraben und versuchen dabei unser Militär aufzubauen, damit wir den orangenen Magier ein bisschen die Nase verbiegen können. Wie und was wir da schaffen, das erfahrt ihr dann, wenn ihr diesem Link folgt und euch das mal anschaut. Und zwar Games of Dwarves. Sonst wäre noch hier der YouTube-Button. Mit dem kommt ihr zurück zum Kanal. Alle ersten Schauer abonnieren gleich damit auch den Kanal. Solltet ihr auf alle Fälle nutzen, wenn ihr hier seid, immer schön den YouTube-Button klicken. Sonst wäre hier noch Social-Media-Kram in Form von Google+, sowie die beiden QR-Codes für Facebook und Twitter. Links und URLs auch nochmal da unten in der Videobeschreibung. Mich würde es freuen, wenn ich euch hier öfters begrüßen könnte. Denn ich bin MacFurago und sage Servus und Ade.